4 Wochen lang haben die beiden vierten Klassen der Grundschule Seckmauern das Thema Islam im Religionsunterricht gehabt. Frau Konstanze Schütte aus Höchst hat die Schülerinnen und Schüler begleitet und ihnen viel beigebracht. Frau Schütte, was sind denn so Ihre Eindrücke vom Religionsunterricht und Islam und vor allen Dingen auch von der Klasse? Also ich muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich war überrascht, wie offen und neugierig die Kinder waren und eigentlich auch vorurteilsfrei einfach ihre Fragen geäußert haben. Und ich fand es auch sehr schön, darauf direkt antworten zu können, sozusagen authentisch den Islam präsentieren zu können. Was war Ihnen wichtig, von Ihrer Religion den Kindern zu vermitteln? Also ich fand es eigentlich überraschend und auch sehr schön, dass sozusagen der Respekt vor der Religion oder vor den Muslimen auch im Religionsunterricht sehr schön rauskam. Also auch die Begeisterung und die Liebe, dass es eigentlich auch um Gott geht und auch um einen Gott geht und dass das auch die Christen teilen können. Das fand ich eigentlich sehr schön. Wie ist sonst so Ihre Erfahrung zum Zusammenleben von Muslim und Christen? Ist da Interesse da in Höchst, so aus Ihrer Erfahrung? Ich habe gute Erfahrungen gemacht. Es gibt natürlich leider die ganzen Vorurteile, die alle kennen. Da braucht man gar nicht drüber zu reden, die auch durch die Medien geschürt werden. Aber wenn man persönlich ins Gespräch kommt, merke ich schon, dass die Leute auch wirklich neugierig sind und auch was wissen möchten und auch uns kennenlernen möchten. Und das habe ich auch bei den Kindern gespürt, diese Neugier und diese Offenheit und auch sozusagen diese Ängste zu überwinden dem Fremden gegenüber. Sie haben ja früher selbst Rallye-Unterricht an der Grundschule gehabt als Schülerin, ganz normal. Hat sich was geändert seit damals? Ich kann mich nicht mehr so gut an den Religionsunterricht erinnern, aber ich fand jetzt diesen Unterricht eigentlich abweichend von dem, was ich in so einer Erinnerung habe, sehr lebendig und sehr lebhaft. Also mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe auch einiges mitgenommen, ein paar Lieder, ein paar Tänze. Herzlichen Dank für Ihren Einsatz, dass Sie uns 4 Wochen lang so viel beigebracht haben. Herzlichen Dank für den authentischen Kontakt zu einer Muslima. Nicht zu danken, sehr gerne.